Wie schlecht ist es? Huch, fertig. Wackel aber gescheit. Also, und die Truhe da, die kann das ich haben. Das Schloss ist zu schwierig, das Schloss ist zu schwierig für mich. Da bräuchte ich jetzt Stufe 3, ich habe aber nur 2. Das bringt mir jetzt natürlich nichts. Ich bräuchte viele, viele Erfahrungspunkte mehr. Ich weiß gar nicht, woher ich die kriegen soll. Für jedes Level kriege ich ja nur 10. Bin gerade mal Stufe 11. Na, Ordenskriecher, da tun wir ganz blöd, tun wir da gucken. Ich der da viel lieber mal mit dem Stab durch die Gegend laufen, als immer mit dem deppern Ding da. Was ist jetzt eigentlich da oben? Wie soll ich den dann treffen? Das geht ja dann gar nicht. Oder kann ich da irgendwie. Ach schon so. Oder muss ich da. Kann ich einen telekinetischen. Warte mal, ich probiere das jetzt mal aus da. Aber wenn da jetzt keine Magie funktionieren soll. Rechte. Na, halt linke. Magie wirkt hier nicht. Ja. Wird's halt trotzdem gern machen. Schließen. Oder kann ich jetzt mit dem Bogen oder so? Warte mal, ich schieße mal mit dem Bogen drauf. Was? 2 ist das, ne? Also dann. Schieße mit dem Bogen drauf. Ja, tatsächlich! Das funktioniert ja wirklich! Das heißt, ich brauche überhaupt keine telegenetische Sachen für so Zeug. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Na also. Mhm. Yay, die kann ich jetzt auch öffnen. Und nochmal von vorne. Ja, das war so klar. Nochmal von vorne. Ich hoffe, ich habe ein paar Tietrüche, du, weil das ist ja. Geht doch. Ha. Alles unnützes Zeug. Aber ich hab's und das ist die Hauptsache. Gehört mir. Was war das gerade für ein Geräusch? Ach, und nochmal. Geht doch. Was warst denn du überhaupt? Kristallkugel der Telekinese, nehme ich jetzt einmal gerade mit. Wenn ich schon da bin. Vielleicht hängt da noch irgendwo ein Schalter rum und ich habe den wieder total übersehen. Da zieht's gewaltig. Das kleine Mana-Trank. Ja, ach was? Da war was drin, tatsächlich. Vielleicht ist da noch mehr. Da muss ich nochmal hin. Muss ich mir nochmal holen. Vielleicht kann ich da irgendwas ganz was Tolles noch irgendwo herzaubern. Wie soll ich da jemals durchkommen? Das war's doch auch kein Mensch. Nautilus-Verwandlung. Ziehen wir mal die Nautilus-Verwandlung her. Halt, lass mich mal genau da. Her mit. Was habe ich da jetzt gezogen? Das war doch irgendwas anderes. Das war doch jetzt keine Schriftrolle. Das ist die Rune dazu. Klasse. Ey, ich habe was entdeckt. Ich habe was gefunden. Was nicht jeder hat. Es hat wahrscheinlich schon jeder, aber... Du weißt schon, wie ich es mache, ne? Na, schließen. Ende. Ich bin ja ganz begeistert jetzt. Wieder. Total begeistert. Ich bin immer so begeistert von mir. Also,
Was warst du? Kristallkugel des Öffnens. Gibt's da noch immer Spannendes? Buchstände. Nochmal rüber, mal schauen. Was gab's da? Nix. Nix Spannendes, na. Flieg mal nochmal auf die andere Seite hinüber. Oder konnte ich dich, habe ich dich geöffnet? Aha! Ach, und nochmal. Ja, das. Abgebrochen. Ja, ich verbrauche halt ein wenig, ne? Wer sagt's denn? Ja, wer sagt's denn? Magischer Schutz? Aha. So was gibt's auch. Also dann späten wir mal ein wenig fröhlich durch die Gegend. Das mal heben wir uns mal. Na, wir gehen ja doch wieder dann über das. Wäre sonst blöd. Mit unserem Einmannsitz da. Fluchtgerät. Oder hätten wir da mal rübergehen fliegen können? Wahrscheinlich nicht, ne? So, jetzt wurscht. Komm, ich würde das da öffnen. Das habe ich schon mal geöffnet. Ja, toll. Das wird ja grenzenlose Begeisterung, die jetzt da gerade bei mir ausbricht. Bist du was zum Drücken? Na. Also dann, hopp ich jetzt einmal da runter. Schauen wir nochmal an, ob ich da drüben hätte irgendwo hinfliegen können. Ach, da wären wir dann wahrscheinlich rübergeschwebt, oder? Da hoch. Und dann hätten wir es sich mitgenommen. Das wäre auch gegangen. Naja. Also dann habe ich da ja alles. Wäre das auch geklärt, bloß die Barriere muss ich noch irgendwie aufknacken. Aber wenn ich noch immer keinen Plan habe, wie das gehen soll, weil eigentlich müsste das ja mit meinem. Das ist, also wenn ich das da richtig verstanden habe, dann muss ich da einfach bloß mit dem richtigen Kristall drauf schießen. Und das ist der. Und jetzt verballere ich mal meinen Mana da gerade. Da, zack, 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 zack. Aber das bringt nichts. Nicht mehr genug Mana. Ich habe nicht mehr genug Mana. Muss ich also falsch verstanden haben. Naja. Short eigentlich. Hätte schon Spaß gemacht jetzt. Aber wenn ich sowas entdecken oder so. Ja, man kann halt nicht alles haben im Leben, ne? Das ist halt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und ich merke gerade, ich habe den Akrobatikring nicht mehr und das merkt man deutlich. Tut gleich wieder weh, wenn ich irgendwo runterfall. Nevidus, kann ich dir schon mal wieder was sagen? Na, tschüss. Nix kann man dir sagen. Ha! Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Ich hoffe, ich habe ein paar Dietriche, weil... Dietrich ist abgebrochen. Nee. Geht doch. Na, wenigstens wieder einer drin. Ey, Ballas! Wo ist denn der Ballas? Bist du der Ballas? Bruno? Ey, Bruno! Ich kann jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Ballas ist weg. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Jawohl. Ja, ganz toll. Super toll. Auf in den Kampf! Ja, freilich, auf geht's. Schon wieder dunkel geworden. Hätte gerne mal so einen Beamstein für die Hafenstadt gehabt. Oder habe ich keinen gefunden. Gibt es ja erst ab dem zweiten Kapitel, also ab jetzt so quasi. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hätte ich einfach nur Truhen öffnen können müssen. Ja. Und dann hätte es schon geklappt. Und mal hinlegen hätte ich mir auch mal können, ne? Mal eine Runde pennen und so. Ja, sau dunkel jetzt schon wieder. Wie kann da jetzt schon wieder Pflanze sein? Ich bin doch da 20 Mal vorbeigelaufen. Das gibt's ja gar nicht.
Ey, Böschle. Ruben. Das ist zu riskant. Ja, lass uns mal was handeln, ich will mal ein wenig Zeug loswerden. Jagdmesser, rostiges Schwert, Sichel, Knüppel. Das schlechteste Schwert der Welt, das kann man wieder nicht verkaufen. Den heben wir auf, stabilen Ast kannst haben, das kannst du auch haben. Die kannst du alle haben, da bin ich ganz froh, wenn die weg sind. Bolzen. So, das können wir da noch ein wenig verkaufen. Na, das heben wir mal alles auf. Das heben wir auch alles auf. Magie, weiß nicht, ob ich das alles brauche. Eigentlich können wir das alles mal verkaufen. Aber wir warten mal. So, was haben wir da? Felle. Schau mal, Felle. 27 Wolfsfelle. Oder soll ich das mal lieber dem Fellhändler verkaufen? Ach na, ist doch wurscht. Knochen. Kauft dir jemand? Tatsächlich. 47 Zähne. Scheiße, ist total wichtig und ich kann da total gute Sachen damit machen. Goldbrocken. Eisenbrocken. Hornmuschel. Ja, was sind denn mein Pokal? Ah, da, schau da. Pokal. Katzenleuchte. Goldene Kristallscheibe. Unverkäuflich, schade. Ja, also dann handeln wir das jetzt einmal. 400 Gold, ist doch besser wie nix. Ende. Tschüss. So, wo ist denn der Typ? Da, du bist ja da, da bist. Hallo. Der Rudolf schickt mich. Rudolf, geht's gut? Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ah, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Ja, Witz erzählen, ey. Deine Gnome sind weg. Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Ja, du meinst, die Gnome haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich glaube, wir haben das kann schon sein. Naja. Ich überspringe das jetzt einmal. Ich glaube, das hatten wir beim. Ich habe das jetzt bloß nicht gemacht gehabt beim letzten Mal. Also, der Inquisitor hab. Und jetzt? Ja, das haben wir definitiv schon mal gesprochen. Nein. Mit dem Geiger, Güge. Tja. Und so. Was gibt es denn im Osten? Nein, was gibt es denn im Osten? Nein. Ja. Ende. Darf ich da rein? Da schauen wir gleich mal ein wenig rum. Nicht, dass da wieder so ein Telebotstein. Muss ja auch noch irgendwo sein. Goldmünze. Wieso liegen denn da Goldmünzen drin? Macht überhaupt keinen Sinn. Wer tut denn Goldmünzen in seinen Blumentopf? Ja, das war's, oder was? Rum? Gratstängel, sag mal, werden das ein Versteck? Alten Drogenjunkies da wieder. Bedien mich da mal, ne? Ich hoffe, es ist in Ordnung. Darf ich da rein? Stellt es aber, der kann. Ach, und nochmal. Geht doch. Amulett, maximales Mana 20. Ja, das brauche ich. Obsidian. Das hat sich ja wieder gelohnt da. Also da tun wir jetzt gleich mal das anlegen. Das gute Stück. Was war das andere? Schutz vor Eisen, das braucht ja keine Sau. Also, maximales Mana, schon wieder mehr.
Na, das, jetzt merke ich schon, das wird schon immer besser. Bald kann ich da Kämpfe damit bestreiten. So, also jetzt zur Hafenstadt weiter, Mensch. Die kommt da heute nie mehr an. Meine Herren, schon wieder voll spät, ich muss jetzt gleich aufhören. Dann latschen wir jetzt noch da runter zu der Dussi am Strand und dann ist erst einmal die Schicht im Schacht. Komm schneller. Warte mal, habe ich da nicht so einen lustigen. Kann man auch mal austesten da. Wie heißt denn das? Da. Eile. Also, dann machen wir das mal. Ja, das ist ja lustig. Das ist super lustig. Das ist ja total klasse. Hätte ich schon mal viel öfter benutzen sollen. Das ist witzig und macht Spaß. Hui. Hui. Schwarzwolf, komm her. Gibt es wenigstens XP? Sprintet. Also F8, nicht, dass da jetzt irgendeine böse Überraschung ist. Irgendwelche Seemonster schon wieder auf die Straße gegangen sind. Huch. Ja, wo sind denn die hin? Bist ja nur noch du da oder waren noch ein paar mehr? Hallo Betty. So, jetzt wird es mal Zeit, dass du So, mich mal Patty, es aufklärst. wird Zeit, dass du Ich mich kenne mal mich da noch nicht so aufklärst. aus, das müssen wir Was jetzt mal genau hat es austesten. mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Lass mich raten, irgendeine goldene Schale oder sowas. Ja, und ich falle auf Na deinen toll, Unfug und rein. ich falle noch auf deinen Unfug herein. Es liegt Hey, Moment mal. an Ich habe deinem dich nicht darum gebeten, dich in durchgebogenen meine Kreuz Angelegenheiten wahrscheinlich, dass einzumischen. ich da drauf reingefallen Gut, bin. du hast mir geholfen. Aber das macht dich noch lange nicht zu meinem besten Freund, dem ich alles anvertrauen muss. Von mir aus kannst du gerne wieder verschwinden. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, was hast du denn jetzt vor? Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Jetzt sagen wir erst Kennst du einmal, einen ob du Mann den namens Balduro Balturo? kennst. Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. Also, ich begleite Ich dich werde mal dich auf auf deiner deiner tollen Suche Suche. begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Oder kannst du mir was Kannst du mir beibringen? was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Ja, was kannst du mir Was kannst du mir beibringen? beibringen? Schlösser öffnen 3 und Akrobatik? Ja, das ist ja toll, was du kannst. Ja, das ist schön, wenn ich das weiß. Also, alles klar, Alles klar, lauf. lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Jetzt läuft aber nicht mehr so schön wie vorhin. Ach, da geht's doch jetzt wahrscheinlich eh zu der Truhe, die ich schon ausgebuddelt hab da. Oder? Mit Sicherheit. Bist doch so durchschaubar, das Spiel ist doch. Da kannst du nicht weit laufen. Oder nicht? Da war doch doch. Also doch woanders hin. Ja, das habe ich toll gemacht. Schön, dass du mich lobst. Freue ich mich. Betty, immer schön, wenn ich einmal der Lob von der Frau kriege. Kommen die denn eigentlich alle her? Das
Wir waren doch vorhin alle weg. Das ist doch jetzt reingeskriptet worden. Unverschämtheit. Mir das Leben schwer zu machen und meine Mana-Tränke zu reduzieren. Ich darf jetzt gleich wieder 600 Gold nur für Mana ausgeben. Das ist ein teures Geschäft, das mit den Magiern. Die hätten da ruhig immer einführen können, dass sich das Mana automatisch regeneriert. Nach einer Zeit. Ich meine, beim Leben, da sehe ich es ein. Aber beim Mana, wie soll jetzt eine Magie machen? Das ist ja Krampf. Oh, das wird lustig. Ja, das wird total spannend. Total witzig wird es. Gut so. Ja, das war's ja schon. Also, weiter. Ja, ohne mich, Betty, wärst du doch da voll aufgeschmissen. Kann Millimeter wärst du da weiterkommen. Kannst du mal froh sein, dass ich noch witzig geworden bin. Wo kommen die her? Die waren doch vorhin auch nicht da. Das ist doch eine Unverschämtheit. Man kann es halt übertreiben mit den Viechern im Weg da. Ja, jetzt tu die halt nicht so ärgern, weil sonst fliegen die mir immer davon. Treffe ich es nicht. Ja, Betty, geh weiter, komm. Wieder annehmen. Das ist ja katastrophal. Betty. Hab gedacht, da war was. Ja, aber da war nichts, natürlich. Jetzt sind wir wieder da, das ist ja ganz toll. Ja, und du bist da völlig unbeeindruckt, oder? Ich laufe da mit einer Dusse entlang und du sagst da, ah, naja, ist mir doch wurscht. Ein wenig Begeisterung hätten wir da schon zeigen können. Was ist denn das da? Schwarzer Wolf oder was? Na, Wolf. Einfach ein Wolf. Ja, so ist das richtig. Ah! Oh, das wird lustig. Ja, total witzig und lustig. Komm, jetzt haust du nochmal drauf. Ja. Oh. Wieso muss ich das jetzt wieder machen? Gehst nicht hin. Gut, da war ich jetzt noch nicht, das muss ich zugeben. F8. Wer weiß, was da wieder kommt. Aufgepasst. Was? Skelett? Krieche. Nicht genug Mana. Ich hab nicht mehr genug Mana. Dann sollte ich mal lieber einen Trank schlucken. Ja, Betty, wie hast denn du zu? Das ist ja. Respekt. Sind wir jetzt da, oder was? So, hier muss es sein. Aha, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung, ich mach das schon. Na gut, aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Ja, komm, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also, nochmal langsam. Mein Vater hat irgendwo hier auf dem Friedhof etwas vergraben. Okay, so weit also war schnapp ich. Dir eine Schaufel und such nach der richtigen Stelle, um es auszugraben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du musst es ja nicht machen. Ja, ja das ja. Meine ich halt auch. Los, mach schon. Ja, nix, ja, ja. Heißt, leg mich am Arsch. Also dann, du mal halt ein wenig rumgraben. Ist was vergraben. Naja, dann grab's halt aus. Kommt jetzt der Sarg raus mit dem Skelett oder was? Oder hebst du jetzt wieder magisch so eine tolle Schatztruhe hoch? Ja, freilich machst du das, ist klar. Hätte mir ja denken können. Also dann, Schatz. Ja, da haben wir es ja gleich gefunden. Das ist ja praktisch. Muss gar nicht lange summen. Wird es ja noch mehr Stellen geben, wahrscheinlich zum Graben, oder? Da vorne zum Beispiel. Naja, egal. Betty. Da, hier, Schatulle habe ich gefunden. Ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas.
Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Ja, ich bin Wahnsinn. Also, was steht denn drin? Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Ja, also jetzt du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Ja, willst du mir jetzt verarschen, oder jetzt was? Jetzt reicht. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, ja, schon gut. Ja, nix, ja, ja. Ich denke halt nur... Das hat mir der Grotscher erklärt, warum das nicht geht. Was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt. Wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Ich hab Bock, dich zu verpetzen. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Aha. Was denkst du, was der Romanov vorhat? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mhm. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Ja, wo ist denn dein Vater eigentlich? Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Wenn man den immer direkt vielleicht fragt, zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ja, puh. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Ja, weil du Vaterprobleme hast, wie jedes Mädchen anscheinend. Von mir aus soll ihn der Bürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Aber und niemand, immer irgendwie nicht schafft, einmal Romanov, wird Vater mich daran hindern. Nicht der Vater, der er sein soll. Was auch nicht, was sich die Programmierer dabei immer denken, anstatt dass mal glückliche Familien basteln. Ist doch viel schöner. Muss ich dann immer mit dem Elend auseinandersetzen. Also, wie kann ich denn helfen? Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Ja, das können wir ja... Machen wir das doch andersrum. Ja, mach ich. Okay, komm, ist aber ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Der Arsch erwascht. Hier. Ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Ja, danke. Ende. Ruhe in Frieden. Was ist denn das da? Ein Grab. Ruhe in Frieden. Ja, was ist das da? Ein Grab. Bitte. Jetzt kann Bitte sammeln. Schaufel. Ist ja praktisch. So enden wir alle mal. Ruhe in Frieden. Halt mal, das ist eine Truhe. Ach, wieso ist denn jetzt alles verschlossen? Nochmal von vorn. Ja, links. Ach, na klar. Wer sagt's denn? Da hab ich kurz nachdenken müssen. Hab das gemerkt. Toll. Da find Dietrich. Wie viel Dietrich habe ich überhaupt? 16 Stück noch, das kann ja sehr schnell vorbei sein dann.
Steinplatte. Aha. Steinplatte, konnte mir das nicht lesen? Steinplatten. Wo sind die hin? Sind nicht da dabei. Steinplatte. Weisheit plus 4, nimmer. Interessant. Klasse. Buch von der Rundenmagie. Ach, das habe ich ja schon gelesen, also. Ja, wo hat's mir jetzt das markiert? Ach, egal. Irgendwo wird's schon sein. So, an der Stelle jetzt aber, jetzt machen wir Feierabend. Wünsche euch was. Bis ich dich. Tschüss.